Oder er muss eine fette Chili davon essen und da steht ja, die ist komplett scharf. Digga, wieso übertreibst du so? Ich hab fast eine ganze gegessen. Du bist einfach so 5-mal, 10-mal in McDrive so rein. Du bestellst immer so einen Burger. Und dann auf Ehre, ich nehm die rote. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Aber das hast du Bock auf eine Challenge, Digga? Welche Challenge? Lass mal, wir haben ja lange Zeit, ich habe ja lange auf meinem Kanal immer so normale Videos, Fortnite-Videos hochgeladen. Lass mal eine Challenge machen mit Fortnite verbunden. Du kennst ja, in Fortnite gibt es ja OG-Skins, ne? Wenn du OG-Skin bist. Genau. Lass so machen, wir nehmen jetzt eine Challenge auf, und zwar wenn du OG-Skin bist, ich und du und der Kameramann, mein Cousin. Und ich bin der Kameramann. Wir gehen in die Stadt und wir stellen uns gegenseitig Aufgaben. Der Verlierer von der Aufgabe kriegt eine richtig fette Bestrafung, muss eine fette Chili essen. Und zweitens, er muss dann für eine Runde aussetzen und Kameramann spielen. Immer so weiter. Der Gewinner bekommt ein richtig fettes Geschenk. Also wenn ich quasi verliere, dann krieg ich kein Geschenk. Aber wenn ich gewinne, dann krieg ich. Wenn du gewinnst, bekommst du von uns beiden ein Geschenk. Dann würde ich sagen, erste Aufgabe, ich gegen dich, oder? Mhm. Als Bestrafung musst du eine Chili essen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in einen Laden rein und du musst einfach eine Gurke essen, Digga, ohne zu bezahlen. Oh, der wird jetzt Knast kommen. Nein, du musst eine kleine Gurke, Bro. Wenn nicht, wir können gerne Chilis kaufen, Digga. Ist kein Problem. Schön, eh besser. Egal, komm, nein, wir klären das jetzt. Achso, Freunde, ganz wichtig, lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr dieses Format feiert. Abonniert unbedingt den Kanal, um nichts zu verpassen. Und ganz wichtig, wir versuchen mal die 5000 Likes zu schaffen. Wenn wir das schaffen, wäre es richtig geil. Wenn nicht, ist auch okay. Und kommentiert jetzt einfach euren Epic Games Namen. Ich werde euch heute Abend adden. Deswegen Kuss geht raus und viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt hier und zeig mal auf die Gurken und so. Wo gibt dir die Gurke? Ich kann das niemals essen. Also das Ding ist, er muss jetzt halt einfach, wenn dann hier im Laden die Gurke essen, oder wir kaufen die Chilis, gib mal, oder er muss eine fette Chili davon essen und da steht ja, die ist komplett scharf. Also willst du das essen oder nicht? Deine Entscheidung, Digga. Wenn ich jetzt das essen will, ne? Ja? Wie viel müsste ich essen? Alles. Oha. Bro, ich brauche dafür über eine Stunde. Alles klar, Digga. Ja, dann willst du dann lieber die Chili? Ja, ja. Okay, dann nehmen wir die Chili, Digga, ganz einfach. Wir treffen uns gleich draußen, Schatz. Jo. Ich mag Milch gar nicht eigentlich. Boah, Freunde. Richtig geil, Digga. Also, ich würde sagen, dafür, dass er die erste Challenge verkackt hat, sollte er schon echt so bis hier aufessen. So bis hier ist echt in Ordnung. Also wirklich, du musst so viel essen, okay. Runterschlucken und die Milch kriegst du ein paar Sekunden später. Mhm. Okay? Warte, ich will eins was sagen. So. Es war ehrlich richtig unfair, dass ich einfach eine Gurke essen soll. Okay, okay, die ist, glaube ich, mies scharf. Digga, die ist anders scharf. Da steht extrem scharf. Alles, boah. Ich habe doch gesagt, bis heute. Ja, ich muss ja. Oh mein Gott, ich finde dich richtig scharf. Du kriegst die Milch noch nicht. Noch nicht, Bro. Du musst runterschlucken erstmal. Ist sie echt scharf? Aber wieso läuft sie jetzt weg? Oh mein Gott, die ist so scharf. Sorry, ich spuck die ganze Zeit. Ist echt scharf? Die ist nicht scharf. Boah, Digga, du bist so rot, gell? Doch, ich schwör. Ist wirklich so scharf. Ja, weil es noch so warm ist, Bro. Mein Kopf juckt. Warte, lass mich mal daran riechen wieder. Ist mal ganz kleines Stück, du spürst es. Bro, gib doch. Warte, ich probiere auch mal ein bisschen. Das ist doch nicht der Sinn. Ey, die Boah. Bei Gott, er hat recht, Digga. Iss mal. Bro, du hast nur ein kleines Stück. Bro, er hat so recht, Digga. Du musst nur mit der Zunge ein bisschen anfassen, die ist so scharf, Digga. Du musst nur mit der Zunge ein bisschen anfassen, die ist so scharf, Digga. Gib mal Milch, Bro. Gib mal Milch, Junge. Digga, wieso übertreibst du so? Ich hab fast eine ganze gegessen. Der hat nur ein ganz kleines Stück gegessen, der stimmt fast. Schau mal, gib mir meine Milch. Bro, er wird jetzt ausgetauscht mit dem Kameramann. Er braucht jetzt eine kleine Pause, weil er ist jetzt echt Scharlacher mit seinem Kopf. Das war jetzt zu viel für ihn. Ansonsten würde ich sagen, er stellt mir jetzt eine Frage und dann gucken wir mal, ob ich es schaffe. Wenn nicht, gibt es dann eine fette Bestrafung und wartet alle auf das Geschenk am Ende. Das wird richtig, richtig geil. Vertraut mir, es wird echt muah. So, Freunde, jetzt wird mein Cousin, aka der Kameramann von gerade eben, hey, das, das erste Mal, dass er jetzt hier erscheint. So. Ja, genau. Nein, einmal war ich schon wieder dabei. Er war einmal im Video dabei und zwar, Digga, das war doch irgendwas mit Döner, die Jungs. Schaffen. Nein, die Jungs, kleinen Mädchen, weißt du noch? Boah, auch im Fortnite-Video, weißt du noch? Es ist ja endlich mit am Start, Bro. Hey, also, Bro, ja. Ich habe jetzt auf einmal eine richtig geile Idee, ne? Wenn du wirklich ein wahrer OG-Skin bist, ne? Ja. Dann musst du jetzt bei McDonalds, bei Bengis, musst du einfach in McDrive, wir sind mit dem Auto da, ja, ja. Musst du einfach so 5-mal, 10-mal in McDrive so rein. Du bestellst immer so einen Burger. Bist du Leute so richtig abgepackt? Ja, Mann, geil. So oder du hast nochmal so 2 Chilis oder 1 Chili. Bro, ich kann nicht mehr, das ist so scharf, ich schaff alles. Bro, 10-mal wäre echt schon zu viel. Wir machen das so, bis sie wirklich abgefahren sind. Ja, okay, also, aber mindestens 3-mal. Also 3-mal muss mindestens. Okay, also 3-mal muss mindestens. Das zieh ich durch, Digga. Wenn du 3-mal nicht schaffst, ne? Dann musst du safe. Okay, eine, komm, let's go, ich schaff. Ich muss aber mal sagen, ne? Ja. Yeah. Outfit, boah, fire. Dankeschön, Bro. Perfekt.
Hä? Jo, Freunde, was geht? Wir haben hier gerade einen Zuschauer getroffen. Bro, was geht? Was geht, Bro? Passt schon bei dir? Ja, ich wollte gerade zum Freund fahren. Ah, Ede, Digga. Zu blöd. Wollt ihr Fortnite spielen oder was machen? Ja. Ede, Digga. Welchen Quellercode hast du drin? Ein nettes. Ehrenmann. So muss es sein. Ich schwör, richtiger Ehrenmann. Schreib mir deinen Epic Games Stamm. Hey, ganz ehrlich, Freunde, wenn wir schon einen Zuschauer treffen, dann sollen wir ihn auch glücklich machen. Okay, Freunde, wir gehen jetzt zu McDonald's. Da vorne ist der gleich. Zeig mal, Bro. Ich werde jetzt da gefühlt 5-mal oder 6-mal hintereinander reingehen und die Mitarbeiter ein bisschen verarschen. Das wird halt auch für uns beide cringe. Ich glaube, die werden so nach 2-3 Mal werden sie schon richtig sauer sein. Ja, weißt du, Bro, soll ich dann eigentlich die ganze Zeit sagen, was vergessen oder so extra so tun, als würde ich sie so, soll ich sie extra abfucken, meinst du? Ey Bro, aber kosten Hamburger und Chicken, Cheeseburger gleich? Ja, ja, 1 Euro. Burger auch, oder? Chicken Burger kostet 1,50 Euro, glaube ich. Aber ist doch egal, ich hole einfach immer einen Hamburger, mal ein Eis, mal dies, mal das. Also Chat, wir sehen uns gleich bei der ersten Bestellung. Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Was? Nee, nur einen Cheeseburger. Okay, bis gleich. So Freunde, der erste Cheeseburger ist jetzt da. Wir sind jetzt gleich da im ersten Fenster und Digga. Ich glaube, schon das zweite Mal, wenn wir dann gleich nochmal reinfahren werden, wird schon richtig, richtig cringe. Nein, beim zweiten Mal, Digga, kann schon sein, dass man was vergessen hat. Das ist echt nicht so schlimm. So, beim dritten Mal fängt es an, cringe zu werden. Mach einfach so, dass man uns gut sieht. Du kannst ja auch echt die aber lieber zensieren. So. Ich zensiere sie einfach nicht. Sie abonniert sie auf Insta. Frau McDonald's, nein, Spaß. Hallo, einen, ne? Ein Cheeseburger, ne? Genau. Der wird erstmal fett gegessen. Wow. Danke. Passt, danke dir. Ciao, ciao, ne? So. Jetzt, ich hab den Cheeseburger im Mund und bestell nochmal. Ja. Also, sieht schon lecker aus, ne? Ich, warte, lass mich einmal reinbeißen. Ich loch, ey, bitte. Das wird komplett ehrenlos, warte. Hallo? Kleinen Moment. Ey, das ist jetzt mal anders. Bitte, bitte. Ein Cheeseburger, bitte. Noch was? Nein, das war's. Zweiter, okay. Hä? Achso, 1,59. Warte hier. Mach mal so. Genau. Ja. Ey, sie hat bis jetzt noch nichts gesagt. Mal gucken, wie es beim Bild mal jetzt. Ja, Digga. Dankeschön. Nee, danke. Ciao, ciao. Sie hat schon mal zweimal jetzt ein bisschen geguckt. Aber das dritte Mal wird jetzt echt richtig unangenehm. Aber dann hast du die Challenge geschafft. Den kannst du essen. Ja, warte. Oder macht halt euch. Noch ein Cheeseburger. Sie hat selber gesagt, sie sagt einfach selber, noch ein Cheeseburger. Bis heute Abend. Ja. Also die Challenge ist noch nicht fertig, ne? Mindestens dreimal, aber du musst ein bisschen so richtig abgefuckt wissen. Doch? Das reicht doch irgendwann. Nein, Bro, dreimal mindestens, aber es muss so ein bisschen richtig abgefuckt ist. Ja? Digga, ich bin richtiger OG-Skin, ich mach das. Ja. Hey, Digga, du hast gegessen. Was soll das? Was soll das? Hä? Give me my Cheeseburger. Nein! Was Bro, guck mal. Wow, Bro, ich hab mich voll gekleckert. Ey, du musst mir Tuch geben, bitte. Mann, na, was kannst du nicht gescheit essen? Sorry. Ich hoffe, die hat die Kamera nicht gesehen. Der Prank ist real. Dankeschön. Können Sie noch einen machen, bitte? Wir kommen gleich wieder. Ein Chickenburger diesmal. Ein Chickenburger gleich. Ey, aber richtig sympathisch, die lacht und so. Ja, ja. Die war auch richtig süß. Ich komm mir langsam richtig dumm vor, Bro. Ja, hallo? Ein Cheeseburger, bitte. Lässt sich halt. Danke. Bro, Chickenburger schmeckt nicht. Ohne Biene, Bro, ne. Die macht nichts, Digga. Wenn du ruhig bist, macht die Biene nichts. Oh, sorry, du Tierbändiger. Der OG-Skin-Tierbändiger. Der OG-Skin-Bändiger. Oh, mein Gott. Bro, mein Gott, dieses Ross macht dir zu. Soll ich auflösen? Ja, lass mich auflösen. Komm. Dankeschön. Das war das letzte Mal. Ja, tschüss, schönen Abend, schönen Tag noch. Ich hatte ihr gerne noch gesagt, das war eine Challenge oder so, aber ich glaube, sie hatte gar keinen Bock mehr auf uns. Sie wollte uns einfach nur loswerden. Ich habe die Challenge ja jetzt geschafft, ne? Jetzt muss ich dir eine Ding stellen. Dann würde ich sagen, Bro, wir gehen jetzt in den Wald. Aber übertreib jetzt nicht, ne? Du musst Blätter essen. Digga, Bro, es ist so Corona und so und dann jetzt noch sowas. Ich glaube das. Ja, Bro, was dann, Digga? Schau, da haben so Hunde draufgepisst und so. Ne, warte, dann habe ich eine andere Idee. Dann machen wir das jetzt so, Digga. Wir gehen jetzt einfach in die Stadt und du versuchst, einen Vibe zu klären oder so. Dann esse ich doch lieber die Blätter. Okay, isst du die Blätter? Ja, dann esse ich die Blätter. Aber wenn du die Blätter nicht essen willst, kannst du auch gerne das hier essen, Digga. Ist gar kein Problem, ich schwör. Ich habe mal gehört so von unserer Biolehrerin, man sollte niemals so Blätter oder sowas essen oder Beeren, weil wenn Füchse oder sowas draufpissen, kriegt man so einen Wurm oder sowas. Yeah. Kann man so bekommen. Ja, was willst du dann machen? Boah, ich esse die Peperoni, scheißegal. Ja, okay. Peperoni. Danach hast du verloren, ne? Ja, okay. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier den Ehrenbruder Kuwat, aka Rauwat. Du musst jetzt die Chili essen. Sorry wegen dem Wind, falls ihr ein bisschen Steuergeräusche hört. Aber, Digga, du musst jetzt halt einfach eine ganze essen. Boah, das Ding ist, ne, hier sind Blätter, aber ich werde es ekelt mich nicht an. Da esse ich schon mal die Blätter, die ihr eigentlich essen müsste. Ey, das ist doch echt eklig. Ich hab da hat ein Hund oder so jetzt draufgepisst oder so.
Jetzt wirklich, da esse ich lieber das hier. Warte, lass mich riechen erstmal daran, Digga. Ich glaube, die ist nicht so frisch. Doch, die ist warte, warte, warte. Geruchscheck. Ich sag dir ehrlich, die ist nicht so scharf vom Geruch. Dann nehme ich die hier. Und dann auf ihre, ich nehme die rote. Es wird wild, Freunde. Es wird richtig wild. Let's go. Na, ess alles, ess oh, alles. Oh, übertreib now, das ist auch nur bis Hälfte. Ja, okay, ja, ess. Aber ich meine, du. Bro, wenn dann ein bisschen gescheit bist du mit. Bro, du hast ein Viertel gegessen. Ja, so ist gut. Oh mein Gott, Bro, das ist mich ja. Ja, Digga. Es wird wild. Ey, ich bin so hart, ne? Ich weiß, dass ich nicht finden. Ja, natürlich. Komm. Okay, nein, der Arme. Der Arme, Digga. Er tut mir voll leid, aber ich war, glaube ich, der Einzige, der keine Chili essen musste bisher, ne? Du kriegst ja noch dein Geschenk. Ja, Natives. Nimmst du nur bis zur Hälfte. Wenn ich ein, aber Bro, du musst sagen, wenn ich ein OG-Skin bin. Wenn du ein OG-Skin bist. Ein wahrer OG-Skin. Boah, Bro, ich oh, Bro, mein Mund brennt. Aber warum soll ich denn die Peperoni essen, wenn ich nicht mal irgendwie eine Aufgabe hab, Digga? Wenn du OG-Skin bist. Aber Digga, was macht das für einen Sinn? Ich hab doch gewonnen. Okay, dann bist du kein OG-Skin. Nee, das hat nichts damit zu tun. Schau mal, ich hab doch gewonnen. Warum soll ich denn jetzt die Peperoni essen? Macht doch keinen Sinn. Warte, die Zuschauer dürfen entscheiden, was beim nächsten Mal passieren soll. Okay, Chat, Community, schreibt alle jetzt in die Kommentare rein, was für Bestrafungen wir als nächstes Mal nehmen können, was für Challenges wir noch machen können, quasi was für Aufgaben. Das Kommentar mit den meisten Likes wird beim nächsten Video drangenommen. Ansonsten, falls ihr wirklich mehr davon sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da, jeder einzelne von euch, weil dann verpasst ihr wirklich nichts mehr auf meinem Kanal. Aktiviert die Glocke und lasst einfach ein Like da. Wenn wir die 5000 Likes schaffen, wäre das richtig korrekt. Was ich mir noch wünschen würde, schaut bei dem Ehrenbruder vorbei, schaut bei meinem Ehrenbro vorbei und lasst bei jedem ein Abo da. Ansonsten küsse ich von jedem sein Herz von euch und lasst unbedingt euren Epic Games Namen in die Kommentare rein, weil wie gesagt, ich adde einfach aus Zufallsprinzip ab und zu ein paar Leute von euch und zocke einfach mit euch Fortnite. Kuss geht raus. Digga, und mein Mund brennt immer noch richtig hart. Ja, Digga.